Artikel heißt aus Prinzip dagegen. Unter diesem Titel versucht Redakteur Herbert Motter im Blatt der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Thema Vorarlberg, in geballt manipulativer Art der Naturschutzorganisationen und Bürgerinitiativen einen Stempel aufzudrücken, der mit der Realität nicht das Geringste zu tun hat. Die Absicht ist klar. Das verwendete unsympathische Bild des besinnungslos geifernden Mannes mit den geschleckten Haaren soll mit den NGOs assoziiert werden. Im wilden Wechsel von manipulativ untergriffigen Sätzen und durchaus gültigen Aussagen und Zitaten wird als Gesamtes die Ahnungslosigkeit des Autors über die angeführten Projekte und die damit verbundenen Verfahren deutlich. Die Forderung, volle Parteistellung für die Naturschutzanwaltschaft, erscheint in diesem Pamphlet wie eine Unanständigkeit. Vorarlberg, das einmal Vorreiter im Umweltschutz war, ist als einziges Bundesland, das diese Parteistellung nicht hat, zum österreichischen Schlusslicht mutiert. Die Kolleginnen, mit denen ich zu tun habe, sind allesamt vernünftige Leute. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an die Hildegard Breiner denkt oder an Rainer Schlattinger, an Peter Lassensberger, dann kann ich nirgends sehen, wo diese Wutbürger sein sollen. Also es war der Versuch, uns in die Nähe von Pegida oder solchen Leuten zu rücken. Die einzigen Wutbürger im Sinn von Herrn Motter habe ich beim Frauenstammtisch in Montafons im Speicher Schwarzköpfli erlebt und war entsetzt, wie leicht sich Menschen aufhetzen und instrumentieren lassen. Dieser Versuch, uns manipulativ als Nörgler, Protestierer, Verhinderer aus Prinzip darzustellen, ist Hetzpropaganda und hat mit verantwortungsvollem Journalismus nicht das Geringste zu tun. Mein Name. Also. Und Sie haben noch nachgeschoben, also es gab eine Pressekonferenz jetzt, bevor diese Demo-Wanderung gestartet ist. Und Sie, also der stellvertretende Chefredakteur, hat gefragt, ob wir jetzt sozusagen, weil wir ja der Simo vorgeworfen haben, sie würden eine manipulative Visualisierung machen. Das war ein sehr geschöntes Teichlein und da haben wir gesagt, das kommt, ja, das ist einfach eine Lüge. Da ist kein Größenvergleich möglich und nichts. Dann hat der Redakteur gefragt, ob wir jetzt das Gleiche machen, weil wir ja auch eine Visualisierung gemacht haben. Und es ist nicht das Gleiche, weil wir haben uns an den Realitäten gehalten. Ich habe dann gesagt, ja, es ist natürlich nicht die Realität, es ist eine Visualisierung. Und sie haben daraus gemacht, als Meldung, ich hätte behauptet oder gesagt, das wäre eben nicht die Realität und wir hätten da etwas Falsches gemacht, sozusagen um die Leute zu täuschen und wir hätten sogar Spendengelder gesammelt, um so etwas in Gang zu setzen. Also, so kann man einem das Wort in den Mund umdrehen. Und ja, eine Firma, die jetzt illegal Kilometer lang ohne Genehmigung Gräben macht, sollte uns nicht vorwerfen, dass wir praktisch da unfaire Methoden anwenden.